Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Nachdem ich euch versprochen habe, es gibt mehr Bastelvideos, hier das zweite. Und zwar ist es wieder von Global Land. Ich habe mir überlegt, nachdem sie mir so lange Zeit gelassen haben, bis ich wieder Ideen habe, möchte ich für jedes Teil, was ich mir ausgesucht habe, ein extriges Video machen, weil ja, erstens bin ich begeistert von den Sachen und zweitens als kleines Dankeschön, dass sie mir echt so lange Zeit gelassen haben. Ihr bekommt mit dem Rabattcode MONA10 10% Rabatt dauerhaft und ja, also schaut da gerne mal in ihrem Shop vorbei. Ich verlinke euch sowohl den Shop als auch alle Sachen, die ich mir aussuchen durfte, unten in der Infobox und wünsche euch schon mal viel Spaß beim Stöbern. Wie gesagt, die haben wirklich richtig tolle Sachen von Stempel, von Clear Stamps über Stanzen, über Schablonen, übersetzt mit. Also komplette Sets mit Schablonen, Stanzen und Clear Stamps, also wirklich wunderschöne Sachen. Wir kommen zu diesem tollen Stanzset. Das fand ich schon, ich kann es nur sagen, vom Vorschaubild her sehr interessant. Und ja, aus dem Grund durfte die auf jeden Fall mit. Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen beim ersten Mal beim Ausstanzen, so dass ich jetzt diese Karte gewerkelt habe. Und zwar habe ich einfach das Ganze drum nach innen rein und habe jetzt so eine, ja, meine Tochter meinte eine Männerkarte. Ich habe sie gestern gezeigt und habe gesagt, wenn du mal eine Karte brauchst, nee, die ist eine Männerkarte, die brauche ich nicht. Ja, ich sehe gerade, der Stein ist auch größer als die, aber egal. Ja, habe ich so aufgeklebt und das Innenteil, ich zeige es euch gleich noch, habe ich mit Formtape aufgeklebt, damit es ein bisschen erhöht ausschaut, ein bisschen Dreidimensionalität bekommt und auch das kleine Dankeschön habe ich nach oben mit Formtape. Genau, was wir jetzt daraus machen, ich habe schon mal alles vorbereitet. Einmal diese Grundkarte, von der ich euch gerade erzählt habe. Man kann die als Aufstellkarte benutzen. Und zwar knickt man einfach, wenn man es gestanzt hat, schaut mal, wo die Seite ist und knickt es auf jeden Fall ordentlich nach innen oder nach außen. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, wir knicken es nach innen. Dann brauche ich noch mein Falzbein. Liegt auch irgendwo hier. Und dann knicken wir die andere Seite rein. Hier. Und dann hat man zwar eine Karte. Und ja, ich hatte das dann so reingeknickt, weil mir wie gesagt ein Fehler unterlaufen ist und somit habe ich sie so aufgeklebt. In dem Vorschaubild ist aber zu sehen, dass die das als Aufstellkarte benutzen. Und zwar wird hier noch an den Falzlinien so ein bisschen geknickt. Einmal hier, einmal da. Ich will jetzt auch mal zu viel knicken. Und dann kann man die am Schluss so aufstellen. Es ist auch eine interessante Art. Und aus dem Grund werden wir sie jetzt auch so basteln. Ich bin am Überlegen, ob ich es dann so wieder rein tue. Aber ich denke, ich werde das oben drauf lassen. Und dann einfach mit einem schönen Band verbinden, zubinden. Und dann kann man das. Ja, wir schauen einfach mal, was draus wird. Genau. Also, wir haben für außen habe ich dieses Papier. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil ich habe schon alles ausgestanzt, damit es nicht so lange dauert. Aber die lassen sich gut ausstanzen, die Sachen. Dann haben wir das hier noch. Und wir haben noch das hier. Und nachdem das relativ dünnes Papier ist, weil ich dachte, wenn ich da 5 Lagen Papier drauf mache, so wie hier, dann wird das natürlich so eine dicke Karte und dann hat es vom Gewicht her, wenn man es verschickt, auch wieder ziemlich viel, kostet halt ein bisschen mehr und aus dem Grund habe ich mir überlegt, nämlich doppelseitiges Klebeband. Das möchte aber nicht. Gut, das möchte nicht, das ist egal. Ich habe noch ein anderes, Moment. Dann nehmen wir einfach den hier. Halt, ich muss mal die Kappe abmachen. Und mit dem anderen muss ich mich nochmal auseinandersetzen.
Man könnte es auch so mit dem anderen doppelseitigen Klebeband dran kleben, dann ist es wahrscheinlich besser für die Einteilung, aber ja. Ach so, jetzt müssen wir erstmal schauen. Ich schaue erstmal mit dem nochmal. Also ist auf jeden Fall diesmal ein bisschen breiterer weißer Rand, aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und aus dem Grund. Oh, ich zitter heute so, ich weiß gar nicht, was los ist. So. Noch ein Stückchen weiter nach oben. Ich hoffe, es klebt jetzt dann. Ah ja, es klebt schon. Kriege ich es nochmal runter. Ja. Deswegen ist es eigentlich besser, man würde mit dem doppelseitigen Klebeband arbeiten, das hinten noch die Klebestreifen drauf hat. So. So sollte es funktionieren. Genau, weil das sieht man nämlich auch nicht. Das ist, finde ich super. Und das habe ich schon ewig jetzt da und habe es eigentlich noch nie hergenommen. Und es wird Zeit, dass ich es öfters hernehme. Weil es wird ja durchs Aufheben auch nicht besser. Und wie gesagt, nachdem ich jetzt mehr basteln wollte, passt mir das eigentlich ganz gut, dass wir das jetzt benutzen. So. Genau, das ist die Vorderseite. Jetzt machen wir noch die Rückseite, dass, wenn man die Karte umdreht, dass man dann auch noch ein bisschen Kleber hat. Jetzt wird es wieder ganz kompliziert. Da muss ich jetzt leider ein bisschen Flüssigkleber nehmen. Den trage ich aber nur ganz, ganz dünn auf. Weil wie gesagt, das Papier ist auch sehr dünn. Aber ich habe es bei der anderen Karte auch manche mit Flüssigkleber, aber nur ganz dünn aufgetragen. So. Also die Stanze ist wirklich wunderschön, die gefällt mir wirklich richtig gut. Und dann werden wir jetzt da hinten wahrscheinlich auch das Band mit dran machen. Ja. Ich habe von denen ja schon wirklich sehr viele Sachen. So. Und ich fand das Papier auch sehr, sehr schön und dachte mir, das nehmen wir. Genau, und jetzt war ich noch am Überlegen, ob ich es, wie gesagt, mit einem Band verschließe, weil wenn ich es mit dem Band verschließen sollte, dann müssen wir nämlich jetzt das mit reinkleben. Ich glaube, wir machen das auch so. Ich weiß gar nicht, was da vorne wieder so ein Fleck drauf ist. Mal schauen, ob ich den nachher noch wegkriege. Genau, da schauen wir jetzt erstmal, wo die Mitte ist. Die Mitte liegt bei. Jetzt mal auf die Seite gehen. Die Mitte liegt bei 6. Das zeichne ich mir mal kurz an. Wir haben alles da, nur das, was man braucht. Der 6 cm. Da oben. Und da mache ich mir jetzt einen dünnen Streifen Klebeband drauf. Einfach so ein bisschen in der Mitte, damit das kleben bleibt. Dann schauen wir, wo hier die Mitte ist. Und schauen, wenn wir es aufstehen, damit ich sehe, wo ich es eingezeichnet habe. Hier ungefähr. Genau. Und dann kann man das auch schon da drauf kleben. Also wie gesagt, mit der Stanze kann man einige Karten draus machen. Wie gesagt, entweder so als Aufleger komplett oder so als Aufstellkarte.
Das glaube ich ist ganz gut zum Draufkleben. So. Das müsste die Mitte sein. Weil ich finde es eigentlich ganz schön, wenn es hinten und vorne beklebt ist. Dann hat das auch noch mal was Schönes. Genau. Nur auf das Band aufpassen. Und dann können wir auch vorne schon bekleben. Und nachdem das ja aus zwei Teilen hier besteht, habe ich mir auch immer ein lilanes und ein rosanes genommen. Passend für da vorne, weil das ja auch lila. Eigentlich geht das schon fast ins Blau, aber ich dachte mir, ich nehme lila und rosa. Und ja, war meine Idee jetzt dazu. Muss bloß noch ein bisschen üben, dass ich genau an den Rand damit komme. Aber wie gesagt, man muss ja seine Sachen auch aufbrauchen. Und genau, wenn es da übersteht, dann tue ich es immer noch ein bisschen nach innen rumklappen. Wie gesagt, das Klebeband sieht man halt nicht, ne? Das ist praktisch. Und wenn man ganz dünnen Kleber anbringt, dann sieht man es eigentlich auch nicht, wenn man es gut verteilt. Bin ich im Bild? Ja. Dann setzen wir noch den rosa Streifen drauf. Wie gesagt, wie beim letzten Video schon, wenn es euch zu lange dauert, dann spult einfach vor, stellt die Geschwindigkeit auf höher und dann ist die Karte auch schneller fertig. Einmal, dann noch die andere Seite. Das ist halt mal eine andere Kartenform und ich fand die sehr interessant, wie gesagt. Und es muss ja nicht immer alles so die gleiche Form haben. Kann ja auch mal was Außergewöhnliches nehmen. Wie gesagt, wenn es da drüber scheint, drüber steht, einfach nochmal nach innen umklappen und dann. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, weil ich habe jetzt diesmal alle Lagen ausgestanzt, die mit dabei sind. Und ja, sonst wird das, wie gesagt, zu viel. Nicht wieder Flüssigkleber. Ganz dünn aufgetragen. Es ist so dünn, dass ich schon gar nichts sehe. So. Also das sind halt Stanzen für Frimmelige, also beziehungsweise für welche, die wirklich gerne ausstanzen. Mal schauen, dass wir das richtig mittig kriegen. Ist immer ein bisschen schwierig. So. Weil der Kleber auch relativ schnell klebt. Hätte ich vielleicht einen anderen nehmen sollen, der nicht gar so schnell anzieht. Naja. Ich habe jetzt die rosa-lila Variante gewählt, aber wie gesagt, man kann das ja auch in den Brauntönen halten, als Männerkarte, als Geburtstagskarte oder je nachdem. Heute stelle ich mich wieder besonders dumm. So. Ja. Ja. Sieht man, dass es selber gemacht ist. Dann habe ich hier noch die Ecken. Die kommen auch noch mit drauf. So.
Aber ich glaube, das war jetzt die falsche Ecke. Die hätte eigentlich da drüben drauf gehört. Genau. Weil da das längere Stück ist und es gehört dann da oben drauf. Wir legen die erstmal so drauf, bevor wir sie festkleben. Einmal hier. Dann haben wir noch zwei. Einmal hier. Heute quassel ich mal nicht so viel. Könnte man noch ein bisschen mit meiner Rolle verteilen, damit sich der Kleber noch ein bisschen besser verteilt. Weil da hatte ich jetzt ein bisschen mehr drauf gebracht. Ein bisschen schwierig mit dem doppelseitigen Klebeband, wenn das so kleine Teile sind. Und dann auch so ein bisschen verschnörpselte. So. Genau, jetzt haben wir noch die Innenteile und die klebe ich auch noch schnell an. Schon immer besser. Bloß schon, dass wir das mittig drauf kriegen, das ist immer so ein bisschen schwierig. Oh oh. Wir machen das anders. Ich versuche das mit der Pinzette, glaube ich. Da geht es nämlich besser. Dann haben wir die nächste Lage. Das besteht aus fünf Innenteilen. Eins, glaube ich, habe ich verloren. Finden wir gleich wieder. So. Da oben noch. Da könnte man so wie filigrane Muster noch mit drauf machen. Ich muss jetzt gerade noch mal schauen, wo das andere Teil ist. Da liegt es. Ich dachte mir doch, da fehlt noch eins mehr. Habe ich mir dann überlegt, so einen schönen Spiegelkarton dahinter zu setzen. Und ich werde diesmal auch nicht stempeln, sondern ich habe mir überlegt, dass ich mal mit Aufklebern arbeite. Ich habe noch so viele Aufkleber hier zu Hause. Und das hier. So, und fertig ist die Karte. Also mir gefällt es wirklich, ehrlich gesagt, sehr gut, so wollte ich sagen. Und ich habe mir da schon ein paar Aufkleber rausgesucht. Wir nehmen einmal diesen Spruch. Und zwar den mit den Traumfängern hier.
Hatte ich doch gestern schon ab. Ja, heute will es wieder nicht. Ich hätte es schon mal woanders draufkleben sollen, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Den habe ich mir gedacht, machen wir hier in die Mitte drauf. Naja, so wirklich mittig ist er nicht. Aber dann sieht man, dass es selbst gemacht ist. Dann habe ich mir überlegt, wir nehmen hier noch ein paar Schmetterlinge. Die setzen wir noch mit auf die Karte. Sind so ein bisschen in Blau, passt dann auch zu dem Vordergrund. Da können wir vorne vielleicht noch, genau, die machen wir da vorne hin. Einmal hier. Dann haben wir hier noch den kleinen. Den setzen wir noch da unten hin. Wie gesagt, eigentlich arbeite ich lieber mit Die-Cuts, aber diesmal wollte ich es einfach mal ein bisschen einfacher haben. So, und schon ist die Karte fertig. Vorne noch eine Schleife. Und die mache ich nachher rein, weil ich jetzt noch ein Foto machen möchte für Global Land. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, welche euch besser gefällt, ob euch dieses besser gefällt oder diese Form. Wie gesagt, man kann die jetzt hinstellen und ich finde es halt wunderschön zum Hinstellen. Perfekt, wie gesagt. Ja, ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.